Habe die Ehre. Es ist Sonntag, der 22. September. Mein Name ist Daniel Mulitz und herzlich willkommen zur ersten Sonderausgabe von Double Jump. Sonderausgaben sind extra Episoden, die ich unabhängig von den werktäglichen News-Episoden veröffentliche. Eventuell auch unter der Woche, so wie die News-Episoden, welche ich Montag bis Freitag um 7 Uhr in der Früh veröffentliche, oder am Wochenende, so wie die heutige Ausgabe. Aber diese Sonderausgaben haben mit den News eines gemeinsam. Und zwar, sie sind immer Games-bezogen. Das heißt, es kann mal ein Interview sein, es kann ein Ersteindruck oder ein Review eines Games sein, es kann eine Geschichte sein, eine Liste, eine Dokumentation, worauf ich immer Lust habe, als Extra-Ausgabe zu produzieren. Wie am Freitag angekündigt, ist die heutige Sonderausgabe mein Ersteindruck zum Nintendo Switch Remake von The Legend of Zelda Link's Awakening. Aber bevor wir damit anfangen, ein kurzes Battlen meinerseits. Und zwar, wenn du Montag bis Freitag um 7 Uhr in der Früh die wichtigsten Games News Stories des Tages direkt in deine Podcast-App bekommen möchtest, abonniere jetzt Double Jump auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder generell einer Podcast-App deiner Wahl. Auf Apple Podcasts und Spotify findest du Double Jump, indem du einfach danach suchst, genauso auf Soundcloud. Und für alle anderen Podcast-Apps, geh einfach auf meine Website www.doublejump.at und dort findest du die Möglichkeit, den Podcast in jeder App deiner Wahl zu abonnieren. Und damit stürzen wir gleich in meinen Ersteindruck. Und zwar, The Legend of Zelda Link's Awakening, das ist eigentlich ein Spiel, welches so nicht hätte existieren dürfen. Es hätte so niemals entwickelt werden dürfen, was das Spiel zu etwas ganz Besonderem macht. Und zwar wurde das Spiel 1993 für den Game Boy veröffentlicht. Entwickelt wurde es von Nintendos EAD. EAD, das steht für Entertainment Analysis and Development, was eines der größten Entwicklerstudios von Nintendo ist. EAD hatten bis zur Entwicklung von Link's Awakening noch absolut keine Erfahrung mit dem Game Boy, wodurch es eine extremst experimentelle Entwicklung war. Denn bevor Link's Awakening hatte EAD nur für das Nintendo Entertainment System, das Super Nintendo Entertainment System und anderen Geräten aus den 80ern entwickelt. Zum Beispiel das letzte Game bevor Link's Awakening war natürlich das legendäre A Link to the Past für den Super Nintendo. Nach der Veröffentlichung von A Link to the Past gab es auch noch keine Pläne für Gameboy-Entwicklungen von EAD. Das Spiel ist im Endeffekt aus einer Afterwork-Freizeitbeschäftigung eines einzelnen EAD-Programmierers entstanden, denn nach der Arbeit am Abend schien er einfach zu viel Freizeit zu haben und er war irrsinnig neugierig darauf, wie man mit dem Gameboy-Entwickler-Kit programmiert, in welchen Sprachen man programmiert, wie das System auf das, was man programmiert, reagiert und so weiter. Also hat er sich einfach das einzige Entwickler-Kit, welches bei EAD zur Verfügung stand, geschnappt und damit heimlich ohne Erlaubnis seiner Fortgesetzten entwickelt. Ich muss zugeben, mir ist schon beim Outlining dieser Episode aufgefallen, dass die Entwicklungsgeschichte von Link's Awakening, denn diese ist wirklich interessant, wirklich aufregend, dass diese eine ganz eigene Episode verdient und in einem Ersteindruck einfach viel zu wenig Zeit dafür ist, das richtig anzuschneiden, richtig zu behandeln, weshalb ich eventuell in Zukunft eine ganz eigene Dokumentation über die Entwicklungsgeschichte von Link's Awakening veröffentlichen werde. Neben der 1993 Version des Spiels wurde Link's Awakening als Deluxe Version auch 1999 für den Game Boy Color veröffentlicht. Der Unterschied darin war zum einen offensichtlich mal das ganze Game komplett in Farbe und es hat auch extra Content gegeben, nämlich einen Dungeon, der speziell auf Farbenrätsel spezialisiert war, heißt, diesen Dungeon konnte man auf dem originalen Gameboy nicht mal spielen und es gab die Unterstützung des extremst populären Gameboy Printer, welche ich damals sogar auch genutzt habe, denn ich hatte damals so 1999, 2000 auch den Gameboy Printer zu Hause. Der war damals ein Peripheral, also ein extra Angebot zur Gameboy Kamera, welche ein paar Jahre davor veröffentlicht wurde. Und für den Gameboy Printer gab es in Link's Awakening Deluxe nämlich einen Fotohändler, welcher von Link Fotos in verschiedensten Situationen gemacht hatte und diese konntest du nachher mit dem Gameboy Printer ausdrucken. Also im Endeffekt verschiedenstes In-Game Artwork, was wirklich sehr cool war. Damit habe ich jetzt alles von der Hintergrundgeschichte untergebracht, was wichtig ist, um das Remake für das Nintendo Switch überhaupt richtig zu verstehen. Dieser Ersteindruck nämlich handelt speziell vom Remake des Games für Nintendo Switch, welches am Freitag, dem 20. September, also zwei Tage bevor ich jetzt diese Episode aufnehme, für Nintendo Switch und Nintendo
für Switch Lite veröffentlicht wurde. Und diesen Ersteindruck, ich muss zugeben, das ist kein objektiver Ersteindruck, denn das ist ein Ersteindruck eines Typen, dessen zweitliebstes Game als 10-jähriger Junge direkt nach Pokémon Blau, nämlich The Legend of Zelda Link's Awakening Deluxe für den Game Boy Color war. Und ja, wirklich, ich mochte das Spiel echt lieber als Ocarina of Time auf meinem Nintendo 64, welches ich natürlich auch besessen habe. Und damit jetzt noch die obligatorische Spoilerwarnung. Und zwar, wenn du das Spiel noch nicht kennst und wenn du nicht gespoilert werden willst, dann hör jetzt sofort auf zuzuhören und schalte morgen wieder zur nächsten Episode vom Double Jump Games News stattdessen ein. Gut. Spoilerwarnung aus dem Weg, von daher lasst uns loslegen. Ich habe das Spiel bislang so circa 2 Stunden gespielt. Ich bin bis zum Moblin Boss gekommen, vor dem man Struppi Madame Miu Mius Kettenhund retten muss. Das Game beginnt mit einem Anime-Remake der Intro-Sequenz der Gameboy-Version. Link steuert sein Boot durch ein stürmisches Meer, wird vom Blitz getroffen und sein bewusstloser Körper wird an den Strand einer einsamen Insel geschwappt. Ich muss sagen, da die Anime-Version im Gegensatz zur Gameboy-Version nur reine Soundeffekte hatte, keine Musik wie die Gameboy-Version, fand ich das schade. Also ich beziehe mich hier jetzt auf den Sturm ganz am Beginn der Sequenz. Denn die Musik im Sturm der Gameboy-Version, die fand ich sehr stark, hat schon den richtigen Ton gesetzt. Mit dem Wechsel von Anime zu Ingame-Grafik ab dem Strand, wo Marin dann den bewusstlosen Link findet. Da beginnt das Spiel aber auch gleich sofort zu scheinen. Da gibt man schon mit der Ingame-Grafik an. Denn grafisch sieht das Spiel aus wie ein Diorama, also eine Spielzeug-Miniaturwelt. Und damit beginnt das Spiel auch im Endeffekt haargleich wie die Version von 1993 bzw. die Game Boy Color-Version von 1999. Link wacht dann auch direkt nach dem Intro, nachdem du den Charakter erstellt hast, einen Namen gegeben hast, in einem Bett in Marin und Tarins Haus auf, wo Link natürlich denkt, Marin sei Zelda, aber ne, falsch gedacht. Das kommt wieder auf die experimentelle Natur von Link's Awakening zurück, denn Link's Awakening ist das erste Zelda-Game eben ohne Prinzessin Zelda und ohne ein Hyrule, denn das Game spielt auf einer kleinen Insel namens Koholint und natürlich, Link wacht auf, möchte sich wieder auf die Reise machen, möchte die Insel verlassen, aber das ist so einfach nicht möglich. Nachdem Link von Tarin, dem Hausbesitzer und Vater von Marin, sein Schild bekommt, stellt sich dann sehr schnell seine Aufgabe heraus. Denn die Insel ist verflucht, alles und jeder steckt dort fest, außer Link erweckt den Hüter der Insel, den magischen Windfisch, eine Art Gottheit. Und ich muss ehrlich sagen, es ist so krass, wie das Game die Atmosphäre des originalen Gameboy Games perfekt einfängt. Natürlich, das Game ist ganz anders als alle anderen Zelda-Games, denn es hat einen ganz eigenen, absurden Humor, Gastauftritte von Charakteren anderer Nintendo-Games und, lauter Sachen, die ich nicht spoilern will, aber man merkt da echt die experimentelle Entwicklung nochmal. Mann, ich muss echt eine Dokumentation zur Entwicklungsgeschichte von Link's Awakening für den Gameboy machen und das Game schafft es auch fast perfekt. Betonung leider nur fast und auf das fast kommen wir auch später dazu, warum nur fast. Und zwar schafft es fast perfekt, dass ich mich so fühle wie der 10-jährige Daniel damals, der draußen in der Sonne gesessen ist und Link's Awakening Deluxe auf dem Game Boy Color gespielt hat. Und dass egal, ob ich durch Möwendorf laufe, im Wurmpalast die ersten Rätsel löse, mich in den Taltalhöhen durchkämpfe oder beim Händler die Schaufel klauen will. Typisch Nintendo hat Grasso, das Entwicklungsstudio, welches Nintendo beauftragt hat für das Remake, das ganze Game in kleinsten Detail genauestens eingefangen, jetzt egal ob von den Gameplay-Animationen, zum Beispiel von Link, deinem Charakter, weil achte einfach mal drauf, wenn du das Spiel besitzt, wie Link läuft, wie er das Schwert schwingt. Diese Liebe zum Detail, das ist einfach ein... Boah, ich komme da bei sowas ins Schwärmen. Oder die Animationen von NPCs und Monstern. Wirklich, wie detailliert die Welt des Gameboy-Spiels auf die Switch übertragen wurde, das ist einfach nur ein Wahnsinn, denn es sind so extrem viele kleinste Details an den wirklich most... Was für ein Wort suche ich denn? An den most random Stellen, an denen man es einfach nicht erwartet.
Und all diese kleinen Details sind all das, was die Atmosphäre einfach ausmacht. So extremst detailgetreu nachgemacht. Und nicht nur von Optik und Atmosphäre hat man sich an das Original gehalten, auch vom Gameplay her. Denn man kann sagen, die Switch-Version ist vom Gameplay her identisch zu guten 99%. Ja, ich würde mal sagen so 99% zur Gameboy-Version von Link's Awakening. Das heißt, du wirst so einige Momente erleben, die du von modernen Games so heutzutage einfach nicht mehr gewohnt bist. Zum Beispiel, sobald du das Schild von Tarin am Anfang bekommst, haut dich das Spiel direkt ohne große Guidance in die Action. Einfach so, hey, geh zum Strand, du hast ein Schwert und dann musst du gleich mal herausfinden, wo der Strand ist. Das ist vielleicht etwas, was man für die heutige Zeit eventuell etwas ändern hätte können, denn wenn man so schaut, wie einen moderne Games ständig überall an der Hand führen, für mich als jemand, der das Spiel ja durch die Kindheit kannte, der das Spiel schon als 10-Jähriger durchgespielt hat. Für den war das jetzt kein Problem, denn ich wusste von Anfang an auch, wo ich hin musste, was wahrscheinlich auch diesen Ersteindruck für mich leichter gemacht hat, dass ich in 2 Stunden schon so weit gekommen bin, wie ich gekommen bin. Aber für wirkliche komplett Neulinge oder für kleine Kinder, was ja auch bei der Nintendo Switch Lite, die das Hauptpublikum sind, für diese kleinen Kinder kann ich mir schon vorstellen, dass das Spiel etwas schwerer wird. Besonders wenn sie eben moderne Spiele gewohnt sind. Aber im Großen und Ganzen zeigt es echt, wie extrem gut das Spielprinzip von Link's Awakening gealtert ist. Denn Oldtimern wie mir macht das Spiel eben genauso viel Spaß wie damals schon die Gameboy-Version. Damals ein großer Kritikpunkt, welcher aber für mich, um ehrlich zu sein, irrelevant war, war die Steuerung in der Gameboy-Version. Denn der Gameboy, der hatte ja nur 4 Knöpfe. A, B, Select und Start. Und damit hatte man effektiv nur 2 Knöpfe für aktives Gameplay. A und B. Und man hatte viel mehr Gegenstände als die 2. Mit Schwert, mit Schild, mit dem Pegasus-Stiefel, mit dem Kraftarmband, mit Bomben, Bogen und so weiter und so fort. Du siehst, worauf ich hinaus will. Oder du hörst, worauf ich hinaus will, ne? Das hat halt dazu geführt, dass man in der Gameboy-Version sicher jede Minute ein-, zweimal ins Menü muss, um gewisse Items auszutauschen. Im Gegensatz zum Gameboy hat die Nintendo Switch ja viel mehr Buttons zur Verfügung, weshalb jetzt schon standardmäßig gewisse Gegenstände wie Schwert, Schild, die Pegasus-Stiefel und so, diese alle schon gewissen Knöpfen zugeordnet sind. Zum Beispiel Schwert, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe für meine 2 Stunden, ist immer der B-Knopf, Schild ist immer der R-Knopf und so weiter. Und man hat weiterhin noch 2 Knöpfe, die man individuell anpassen kann. Aber schon allein dadurch, dass man eben gewisse Items sowieso gewissen Knöpfen zugeordnet hat, standardmäßig, erleichtert das Spiel immens. Und es spart einiges an Zeit, denn man muss bei weitem nicht mehr so oft die Knopfbelegung austauschen wie in der Gameboy-Version. Was sicher auch noch ein Punkt ist, warum ich in den 2 Stunden, die ich bislang gespielt habe, bis zum Klau von Struppi, den Kettenhund von Madame Miu Miu, gekommen bin. Was mich aber ein bisschen verdutzt, aber Betonung auf verdutzt heißt, das ist kein No-Go. Und zwar, was mich ein bisschen verdutzt ist, dass Nintendo Switch Lite, welches ja am Freitag mit Link's Awakening herausgekommen ist, anstatt den Joy-Con-Knöpfen auf der linken Seite ein Steuerkreuz unter dem Analogstick hat. Und wenn wir uns ehrlich sind, das Link's Awakening Remake würde sich ja perfekt für das Steuerkreuz eignen. Oder eventuell sogar noch für die Joy-Con-Knöpfe. Aber nein, die sind nicht verfügbar. Man hat nur den Analogstick zur Verfügung, um Link zu steuern. Und das, obwohl Link nicht mal 360 Grad Steuerung zur Verfügung hat. Link hat nämlich nur 8 Richtungen zur Verfügung. Links, rechts, rauf, runter und diagonale Kombinationen davon. Und ich muss auch sagen, bei meiner Switch zum Beispiel, welche vom Joy-Con Drift leidet und ich mir bislang noch keinen neuen Joy-Con gekauft habe, da war die Steuerung schon zeitweise ein kleines bisschen problematisch. Es hat jetzt nicht den Spielspaß drastisch eingeschränkt. Aber zum Beispiel im Wurmpalast bin ich deswegen schon ein-, zweimal dank dem Drift den Abgrund heruntergefallen. Aber nachdem ich jetzt wirklich überwiegend die letzten 90% der Zeit nichts gemacht habe außer schwärmen, muss ich jetzt meinen einen wirklich großen Kritikpunkt abgeben, den ihr vielleicht schon von genug anderen YouTubern, Reviewern und so weiter und so fort gehört habt. Und zwar die Performance-Probleme, die das Spiel auf der Switch hat. Egal ob Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, die neue Revision von der Nintendo Switch mit dem besseren Batterie. Und zwar die Performance-Probleme,
die sind echt nicht so ohne. Die extrem schöne Grafik des Spiels, die fordert zumindest jetzt noch im Launch wirklich ihren Tribut. Die Technikexperten von Digital Foundry, den Technikredakteuren, Journalisten von Eurogamer, die haben herausgefunden, dass das Game immer auf 30 Frames per Sekunde abkackt, sobald das Spiel keine 60 Frames mehr erhalten kann. Das heißt zum Beispiel, auch wenn das Game noch 59 schaffen würde, sobald 60 nicht mehr konstant sind, wird direkt auf 30 gedrosselt, so lange bis die 60 wieder möglich sind. Aber 60 konstant kann nur nicht gehalten werden, wenn das Spiel neue Daten lädt, egal ob jetzt Grafik oder AI, also egal ob jetzt Grafik oder CPU bezogen. Sobald neue Daten geladen werden, wird deswegen automatisch aufgrund der mangelnden Frames pro Sekunde eben auf 30 gekürzt. Und dieses Laden von Daten kann zwischen einer halben Sekunde bis wirklich mehrere Sekunden andauern. Und im aktiven Spiel macht sich dieser Zeitraum echt bemerkbar. Und das ist wirklich drastisch, nämlich weil du merkst wirklich, wie für diesen kurzen Zeitraum das Spiel einfach doppelt so langsam wird. Oder wenn nicht doppelt so langsam, dann zumindest wirklich deutlich langsamer wird. Und dann, sobald der Ladevorgang vorbei ist, geht das Spiel wieder, als wäre nichts gewesen, mit 60 Frames die Sekunde weiter. Und das passiert aber gefühlt ständig. Am besten schaut euch dazu die Technikanalyse von Digital Foundry an. Damit habt ihr dann direkt ein Verständnis, warum das, wie das passiert. Und da werdet ihr auch schon vielleicht noch ein bisschen vorgewarnt, falls ihr das Spiel nicht gekauft habt. Und ansonsten könnt ihr noch direkt verstehen, warum es so heftig ist. Den Link zur Technikanalyse von Digital Foundry findet ihr natürlich in den Shownotes der heutigen Episode. Und ich muss ehrlich sagen, wenn das Performance-Problem nicht wäre, wäre es für mich das perfekte Remake. Denn genau das ist der Grund, warum das Game nur fast schafft, mich wie den damals 10-jährigen Daniel mit dem Game Boy Color fühlen zu lassen. Ich hoffe, dass das Game, bis ich es eventuell echt reviewen könnte in einer extra Episode, all die Performance-Probleme über Patches fixt. Kommen wir noch zu meinem Fazit vom Ganzen. Nach 2 Stunden Spielspaß bei einem Game, für das ich gute 60 Euro beim Mediamarkt bezahlt habe und je nach Händler zwischen 54 bis 60 Euro kostet, ist es das wert? Von meinem Ersteindruck her absolut ja, ohne Wenn und Aber, das sogar trotz der Performance-Probleme. Realistisch gesehen dauert das Spiel gute 15 bis 20 Stunden, aber abseits von den Performance-Problemen, so ein extrem gut gemachtes Remake eines Games habe ich zuvor noch nie gespielt. Die Performance-Probleme, zeitweise sind sie wirklich böse, aber die sind auch dafür der einzige richtige Kritikpunkt, den ich habe. Und alles andere, was ich früher angeführt habe, wie die Dinge, dass man als Neuling nicht so an der Hand geführt wird wie bei modernen Spielen, die Analogsticks-Steuerung, das sind alles Dinge, die zwar erwähnenswert sind, aber das war ja beim Gameboy damals auch ganz genauso und beim Gameboy habe ich sie wirklich geliebt, deswegen kann ich das Grasso und Nintendo einfach nicht übel nehmen. Aber die Performance-Probleme, wenn die nicht mit Patches ausgemerzt werden, sind das Dinge, die ich Nintendo dann wirklich übel nehmen kann. Das wäre dann das erste Mal in den 27 Jahren, seitdem ich Nintendo-Games spiele, die erste Enttäuschung, die ich durch Nintendo erlebe. Ich hoffe mal deswegen, dass es echt nicht so weit kommt. Na dann, meine Damen und Herren, wenn euch dieser sehr biased Ersteindruck eines Nintendo-Fans das Game jetzt schmackhaft gemacht hat, könnt ihr euch das Game direkt bei Amazon über einen Affiliate-Link anschauen, den ich unten in den Shownotes heute inkludiere. Amazon Affiliate-Links sind mehr oder weniger Werbelinks. Das heißt, wenn du über den Affiliate-Link irgendwas bei Amazon kaufst, bekomme ich ohne extra Kosten für dich, heißt, du zahlst einfach nur den stinknormalen Preis, den du sonst bei Amazon auch bezahlen würdest für das Produkt, das du kaufst, bekomme ich eine klitzekleine Provision von Amazon dafür, als mehr oder weniger ein Danke dafür, dass ich dich mit diesem Link oder mit der Podcast-Episode zum Kauf von was auch immer du über den Link kaufen würdest, animiert habe. Meiner Meinung nach sind Affiliate-Links eine sehr nette Art, auch Podcasts zu unterstützen, denn so bekommt der Podcast ein kleines bisschen was, du bekommst was auch immer du dir gerne kaufen möchtest und alle sind glücklich. Und als hochambitionierter Podcaster geht natürlich jedes kleines bisschen, was ich über diese Affiliate-Links einnehme, zurück in den Podcast. Kann sein, eventuell dann dementsprechend in Auphonic-Credits oder einen besseren Server, auf dem ich den Podcast hoste. Was auch immer mir in den Sinn kommt, wo eine Investition für den Podcast es mehr als wert wäre.
Na dann, meine Damen und Herren, wenn euch die heutige Episode gefallen hat, tut mir bitte den Gefallen und gebt mir eine Bewertung auf Apple Podcast, denn Apple Podcast ist die weltweit größte Podcast-App. Die meisten Menschen der Welt verwenden noch immer Apple Podcasts, um neue Podcasts zu entdecken, um ihre bestehenden Podcasts zu hören oder was auch immer sie mit Podcasts gerne so machen. Und Bewertungen wie Abonnements bei Apple Podcasts beeinflussen den Algorithmus, so wie das bei YouTube mit Bewertungen, also dem Like-Button, Subscribe und so weiter dort auch passiert. Das heißt, je mehr gute Bewertungen ich habe und je mehr Kommentare ich bei Double Jump habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Podcast neuen Zuhörern auf Apple Podcasts vorgeschlagen wird. Wenn du eine Ein-Stern-Bewertung gibst, machst du es wahrscheinlicher, dass der Podcast nicht vorgeschlagen wird im Vergleich zu, wenn du gar keine Bewertung gibst. Also egal ob 5 Stern oder 1 Stern, ich freue mich über jede Bewertung und bin irrsinnig dankbar. Jedes Apple Podcasts Kommentar und jede 5 Sterne Bewertung lese ich auch immer am Ende der darauf folgenden Episode von Double Jump laut vor. Und bei Kommentaren, die interessantes Feedback geben, denen werde ich neben dem Vorlesen auch liebend gerne persönlich im Podcast im Rahmen einer Sektion namens Kommentar des Tages antworten. Alle meine Quellen zur heutigen Ausgabe, wie sonstige Links, wie zum Beispiel Double Jump Social Media und so weiter, das findest du alles in den Shownotes der heutigen Episode. Einfach in deinem Podcast-Player den Shownotes-Button oder Details öffnen und dann findest du direkt alles. Ich hoffe, diese erste Sonderausgabe von Double Jump mit diesem Ersteindruck hat dir genauso sehr gefallen, wie es mir gefallen hat, die Episode zu produzieren. Und das war Double Jump, mein Name ist Daniel Moletz. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen. Ich sehe euch am Montag um 7 Uhr in der Früh bei der nächsten News-Episode und habe die Ehre.